dieser Episode erfährst du alles über unsere stürmische Überfahrt von Israel nach Zypern zusammen mit Theresia. Grüßen wir gerade unseren neuen Mitsegler, Theresia. Die packen gerade das Fahrrad aus und das müssen wir jetzt irgendwie in unser Boot und dann mal gucken, wie wir es reinkriegen. Auf jeden Fall werden sie mal die Räder abbauen müssen. Go What? Now! Easy! Yes! We had 30 knots wind and rain. Yes! And we start. It was. That in the beginning was the very difficult. It comes from the side and we moving like this with the boat and yes. But we begin. We have a new sailor on board. Yes. Well, Therese. I don't know if I can call myself a sailor. Yeah, no. More like a passenger. Yeah. Bikerin. Bikerin, that's right. Yes. Yeah. She yes. come from. Yeah, I'm super lucky to have met Sven and Melanie. I'm cycling. I'm from Norway, but I've been living in Cape Town in South Africa for some time, and now I'm on my way from South Africa back to Norway on a bicycle. And I come to Israel. Bicycle. Yes, yeah. Using these legs here. Yeah. And I came to Israel, and from here you can't really continue on land because it's too dangerous to go to Syria at this point in time, unfortunately. And the border between Israel and Lebanon is also closed. So yeah, then plan B was to find a ride with the sailboat, and I have. So yeah. Yes. Yes. Perfect. You say yes. Yes, we meet in Haifa when we was in the marina for 1 month. Marina, thank you for your nice time. Yes, we was in the Shavit Marina in Haifa, and the support and the help was very good and very safe harbor. Buhadi, yes. Your top. The name was? Bahila. Bahila, sorry. Yeah. Yes. And also for the manager. Yeah. And we stop. So, jetzt sind wir erstmal gestartet hier in Haifa. Es ist jetzt 10:30, oder? Ja, es ist 10:30. Beim Auschecken hat alles geklappt. Ja, die Leute wollten es nur kurz sehen. Wir mussten ein paar Dokumente ausfüllen und das war frei. Jetzt ist ganz gut Wind, allerdings ein bisschen Regen. Naja, mal gucken, was uns noch erwartet. Und wir sind jetzt ganz froh Hoffnung und laut Wetter müssen wir den Wind von hinten bekommen, sodass wir eigentlich 35 knots, 200 seamiles directly, and we become the wind back, and the wind from 25 to 35 knots, and speed from, I think, 6 to 7 knots. Melanie and... Also at night, yes. Yes, we say day and night. It's interesting how on this map, there's some blue colors there, and also there's like this bit. Like, what does it indicate? This color that's and this color. That's a danger area. Okay. There was also stop. Yeah, also. Yeah. You're not here. Jede Menge Regen. Die Welle ist so dermaßen bescheiden, dass Therese und ich auch ein bisschen schön Seekrankheit haben, aber wir haben jetzt unser Ingwerstückchen und ja, damit klappt es ganz gut, oder? Aber die Tablette wirklich jetzt enden. Ich bin jetzt happy. Deswegen mit 7 bis 9 Knoten hier aus der Militärzone von Haifa und dann raus aufs offene Meer und dann muss man eigentlich die Welle verlinkt haben und dann wird das Segeln auch besser. Sven ist ein bisschen traurig,
Erdvollen die Angel ins Wasser geschmissen und sofort einen Fisch gefangen. Leider war der so riesig, es war ein Bonito, ein kleiner Thunfisch. Und naja, nach einer halben Stunde Kampf, hat leider der Fisch gewonnen und er hat die Angel kaputt gemacht. Vorne ist alles abgebrochen. Heading 35 knots the sail, and we need every time our sailing construction, and it was very beautiful. And Melanie sailed very good. It's my first night sailing. I didn't know. Last times I drive just with the engine, and now it was the first time. Nice. And. Yeah. But the problem was we don't see anything because there was too much clouds and no stars, no moon, and just looking on the plotter, and it was not so good. The plotter and then the wind information system and then the information what is the high from the wind and what all. Five or six o'clock. The wind go out. We had four or ten knots, but directly in the front, and we start the engine and we go directly to Cobbers Gate. And here we found a new situation. We cannot speak over via VHF. Radio. But the manager from Cobbers Gate follow us on Facebook, and he see that we are coming quicker on on the marina come. Yes, we was 6 hours too early in eight hours too early here, and for 220 sea miles we need 36 hours. That's very short. And im Supermarkt, wie man schön sieht, wir kaufen noch ein bisschen Obst, Gemüse, frischen Wein natürlich. Deswegen braucht man wieder Nachschub. Und ja, da wir dann morgen in die Türkei fahren und da dann auch erstmal nicht mehr so viel Möglichkeiten gibt, um was einzukaufen, da wir alles in super kleinen Häfen sind, Fischerhäfen, und da gibt es halt alles nichts. Und deswegen einmal noch alles kaufen. So, jetzt sind wir fertig mit Einkaufen im Lebensmittelsupermarkt und wir haben noch ein super leckeres Brot gefunden. Als wir beim Obst und Gemüse waren, kam eine Frau rein und hat einer anderen ein Brot gebracht. Und sie haben uns gleich gefragt, ob wir auch eins wollen. Das sah einfach so lecker aus, dann konnten wir natürlich nicht widerstehen. Und gleich kosten wir das noch. Und ja, dann gibt es irgendwann mal ein Abendbrot. So, das ist das super leckere Brot. Und mal gucken, wie es schmeckt. Happy that we are here in Cobbers Gate. Yeah. It's a very beautiful marina and a very good connection. And they are very help us and with everything. They are driving us today to the grocery store and the fishing gear store. Yeah. I think it was a very good start for a new year. We say I sail with two nice ladies. 220 sea miles. 200 sea miles with sail. It's the best.